Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit, zur vorerst letzten Folge dieses Let's Play Projektes von mir. Und ja, damit starten wir dann mit dem letzten Rennen, das will ich euch noch zeigen, der Secret Tour. Ja, die längste Strecke von allen und die starten wir jetzt mal. Es gibt verschiedene Gründe, warum das jetzt erstmal die vorerst letzte Folge ist von Need for Speed Hot Pursuit. Denn ich habe wirklich gemerkt, mit drei Let's Play Projekten habe ich schon ziemlich viel Stress und während der Schule muss das dann nicht wirklich sein, dass ich dann ja so viele Rennen, so viele Let's Play Projekte nebenbei laufen habe. Und dann würde ich sagen, dann wird das jetzt erstmal die vorerst letzte Folge. Und ihr könnt ja trotzdem in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht doch mehr von Need for Speed Hot Pursuit sehen wollt. Wir nehmen jetzt erstmal den Bugatti Veyron 16-4 Grand Sport. In diesem Blau-Schwarz. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich jetzt unter meinen Videos von Need for Speed Hot Pursuit gemerkt, dass ihr solche Mega-Fans seid. Also aber wenn ihr das Let's Play wirklich vermissen solltet, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht überlege ich mir da was und vielleicht mache ich dann auch noch ein paar Folgen. Naja. Aber das hier wird erstmal die vorerst letzte Folge werden. So, das ist nämlich ein ziemlich langes Rennen von der Hyper-Serie. Für Gold gibt es 50.000 Kopfgeld, für Silber 30.000 und für Bronze 15.000. Ich habe bisher nur Silber geschafft. Und bei dem Rennen muss man auch ganz besonders aufpassen, weil es so lang ist, dass man sich nicht zerstört. Zeigen wir mal kurz einen Teil der Strecke. Hier beim letzten Mal bin ich 13 Minuten 30 gefahren für dieses eine Rennen. Das füllt also schon eine ganze Folge. Und wir fahren mit dem Bugatti, den in diesem Spiel ist das schnellste Auto. Und dann geht es auch los. Und wie sich das dann weiterentwickeln wird, das ist dann, es wird erstmal nur Assassin's Creed 2 und Divinity 2 Ego Draconis kommen. Und zwar beides immer täglich. Fürs erste wird das auf jeden Fall so sein. Wenn es dann zeitlich noch nicht hinhauen sollte, dann werde ich das wahrscheinlich dann auch im Wechsel machen, die zwei Let's Plays. Wir arbeiten uns hier schon, oh scheiße, langsam vor, wollte ich gerade sagen. Und schon haben sie mich wieder. Aber die machen auch Fehler. Zum Glück. Und hier muss man sich ganz schön konzentrieren, dass man hier nicht zu viel Schaden bekommt. Ach du Scheiße. Na. Alter. Die armen Passanten immer hier. Ah, Mist. Wieder zu spät, Alter. Nee, aber nicht. Ey, Schweinehund.
Mann, 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 hier. Fünfter. Scheiße. Guck mal, eine Sekunde aufs Radar. Nee, da muss der Elf vor uns einen Unfall bauen. Und wir fahren voll rein. Das ist ja zum Teil mein Fehler. Immer auf die Straße achten. Aber man muss auch ab und zu aufs Radar gucken, um zu sehen, was für Kurven kommen. Wow, Alter. No risk, no fun, Alter. Alter, geht aus dem Weg. Harte Kurve wieder. Scheiße. Kacke. Schon sind wir Vorletzter. Super. Müssen wir erstmal wieder rankommen. Wir haben schon wieder fast ein Viertel unserer Lebensenergie weg. Das ist nicht so gut. Mann, Mann, Mann. So, jetzt überholen wir den wieder. Nein! Alter! Muss denn immer da im Gegenverkehr kommen, wo ich bin? Das ist doch unfassbar. Der erste ist schon wieder sonst wo. Der dritte. Mist. Zu schnell. Jetzt haben wir schon die Hälfte weg. Aber noch nicht die Hälfte der Strecke. Uiuiui. Hau ich mich noch selber raus hier. War nicht so schlau ins Ram. Alter. Alter. Scheiße, muss man abbremsen. Hier muss man abbremsen. Ich will das Rennen wenigstens beenden hier. So wie das aussieht, schaffe ich das nicht. Dafür fahre ich viel zu unvorsichtig. Alter. Das kannst du knicken. Boah, Alter. Voll Unfall gebaut, Alter. Alter. Mal ruhigen. Scheiße, nur wegen dem Typen, Alter. Weil er mich gerammt hat. Schwein. Dieses Schwein, Alter. Oh ja, natürlich.
Jetzt haben wir noch ein Viertel unserer Lebensbalken. Super ist das. Richtig toll. Joey. Den wollen wir auch. Höchstgeschwindigkeit. Auf dem Highway ist es immer mal gefährlich. Scheiße. Alter. Oh, scheiße. Nein. Kann ich mir nur gegen den Kopf fassen. Scheiße. Ciao. Ach, der Wagen sieht dann relativ gut aus, Gegensatz zu unserem. Alter, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen dann. Ui. Den Platz 2, yeah. Alter. Vorne ist der erste. Nach 30 Kilometer. Vorne fährt er. Alter. Der fährt unten lang, wir fahren oben lang. Müssen ihn doch haben, ja, jetzt nur erster. Bloß keinen Fehler mehr machen. Immer auf die Straße gucken, den Gegenverkehr beobachten. Alter. Ja. Eine Sekunde vor dem anderen, dem zweiten. Alter, ich ramme hier auch ständig an. Ach du Scheiße. Voll enge Straßen mit voll viel Gegenverkehr. LKW. Ach, die haben einen Crash gemacht. Super. Ah, Alter. Da denke ich mir, ja, machen wir denselben Fehler auch. Was war das denn? Hey. Ganz ruhig. Warum eigentlich gar nicht so stark driften? Außer hier vielleicht. Nein. Hä? Hey, wir sind immer noch erster, obwohl er vor uns liegt. Verstehe ich nicht ganz. Ah, es war so klar. Und jetzt haben wir schon kritischen Schaden. Alter, das schaffen wir niemals. Ist. Wow, die habe ich gar nicht gesehen. Komm wieder ruhig, ruhig bleiben, ruhig werden, den Wagen auf unter Kontrolle bringen. Ins Ziel kommen ist für mich hier in dem Rennen erstmal alles. Alter. Ui.
noch zu weiter sind wir Erster. 14 Kilometer noch. Am Rand fahren ist besser. Wir sind erstmal auf einer geraden Strecke. Oh, Alter. Wir machen uns gerade einen ziemlichen Vorsprung. Scheiße! Alter, nein, 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 nein! Ich hab, ich hab, ich hab. Oh. Alter. Adrenalin pur hier. 10 Kilometer noch. Scheiße. Na, oh, scheiße, der kommt ja schon wieder. Vielleicht passiert ja... Das Wunder hier, in diesem Let's Play, dass ich Erster werde. Nein, da kommt er schon. Der darf mich nicht anrammen, ey. Wenn er mich anrammt, dann bin ich am Arsch. Warum konnte der denn nicht mal rammen? Alter! Wichser! Da ist es passiert. Du wurdest Achter. Okay, das war einfach dumm gelaufen. Ich würde sagen, das machen wir einfach nochmal. Komm hier. Extra lange Folge heute. Wenn es dann aber nicht klappt, tut's mir leid. Warum kann er nicht einfach vorbeifahren? Wie jeder normale Autofahrer auch. Kann man nicht verstehen, so was. Auch mal bremsen. Ne? Ah, solche Typen regen mich auf. Nochmal. So, diesmal einfach mal kompletten Kontakt mit allen vermeiden. Mit allen, was fährt. Uiui. Alter, ich sehe irgendwie manchmal den Kurvenverlauf viel zu spät. Alter. Wow, wow, wow. Ui, ui. Glück gehabt wieder mal. Mehr Glück als Verstand wieder mal gehabt. Ich. Da hätte ich auch ausweichen können, ganz ehrlich. Das habe ich extrem schlecht gemacht. Das hätte ich vermeiden können. Hui. Alter, diese unnötigen Schäden, die ich mir immer selber zufüge. Alter. Ich krieg aber immer die dümmsten NPCs in den Weg gestellt.
Ui. Bis jetzt läuft er noch ganz gut. Scheiße. Das war total dumm. Oh je. Ich dachte, oh ja, klasse. Das finde ich sehr schön, wenn man ihn so in die Kurven reinhaut. Ja, jetzt immer wieder Siebter, alles klar. Age of the Earth. Schön, wenn das Hauptthema von Need for Speed Hot Pursuit jetzt zu diesen Rennen kommt. Ui, gab's einen Unfall. Nicht anrammen. Trifft er wieder nicht. Ich nehme jetzt mal nicht diese Abkürzung hier. Kann es sein, dass die gar nicht so viel bringt. Den Weg, Junge. Oh, gleich wieder die Hälfte unserer Leben weg. Da muss man so viel zu fahren. Staub fressen. Tut mir auch leid, wenn ich da zwischendurch mal nicht so viel rede. Also ich versuche mich aber trotzdem sehr zu konzentrieren. Denn ich möchte das Rennen eigentlich schaffen, um es euch auch komplett zu zeigen. Was ja auch die wahrscheinlich erstmal letzte Folge sein wird. Habe ich ja schon mehrfach jetzt in dieser Folge gesagt. Jetzt sage ich es nochmal. Da kommen sie auch schon wieder um die Kurve. Der erste Platz, der ist schon wieder meilenweit weg. ...22 Sekunden liegen wir hinter denen, Alter. Ich verstehe es irgendwie nicht, wie der es schafft, sich die ganze Zeit so abzusetzen. Nein! Komm, fahr auch noch mit rein. Ja, der ist auch noch mit reingefahren. Natürlich. Setz ihn doch direkt vor mich. Kotz. Alter.
Jetzt hab ich wieder nur ein Viertel, Alter. Da beim Leuchtturm und hier habe ich es gerade verkackt. Habe ich wieder zu viel Leben eingebüßt. Aha. Höchstgeschwindigkeit haben wir. Oje. Davon ist Platz. Ei. Vielleicht habt ihr es gehört. Ich habe gerade voll auf den Tisch gehauen. Ja. Also wie die einen manchmal in das Spiel wieder reinsetzen, ist manchmal ziemlich blöde gemacht. Aber nix. Aha. Und knapp ein Viertel Lebensbalken. Sehr schön. 35 Kilometer sind es noch. Wie will man das bitte schaffen, Alter? Oh, Alter! Das letzte Mal war ich viel näher am ersten Platz hier dran. Obwohl ich das letzte Mal noch viel öfters gecrashed bin. Alter! Boah! Da vorne ist er. Der Stelle kriege ich ihn irgendwie fast immer fast. Kontrolle über das, über den Wagengewinn. Nitro geben. Vor allem jetzt einfach mal hinterher. Uiuiui. Nein! Alter. Boah. Mega knapp hier. Und man muss sich hier konzentrieren. Alter, ich dachte, da komme ich vorbei. Oh Mann. Alter, jetzt hat sich mich der Dritte überholt. Platz holen wir uns aber zurück. Hm. Tja. Sonst macht er nie Fehler, ist immer ganz vorne und jetzt passiert ihm sowas. Auch lustig. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass ich nicht schon wieder gerammt werde dann von hinten. Dass wir jetzt einfach keinen Crash mehr erlauben. Dann klappt das schon. Oh mein Gott, nein! An Leitplanken fahren ist nicht so schlimm, aber diese Crashen. Haha. Oh, oh, oh. Oh, ich dachte schon. Ich habe jetzt nur im Rückspiegel geguckt. Gar nicht darauf geachtet, was vor mir ist. Oh, what the
fahren die beide gegen andere Autos. Wie dumm muss man sein? Da sind die NPCs manchmal sogar, naja, vielleicht sogar ein bisschen ausbaufähiger, aber es ist für mich ziemlich gut, dass sie auch Fehler machen. Nein, nein, nein! Schon wieder. Ich könnte... Nein! Komm schon, komm auf die Beine. Jetzt brauche ich mich wieder nur einmal crashen und ich habe schon wieder kritischen Schaden. Ach, Mann. Warum mich jetzt nur noch anstupsen? Ich bin kaputt. Diesmal ist es sogar früher passiert als beim letzten Mal. Weg, erstmal weg, ganz weit weg. Alter. Nee, der rammt mich wieder ein. Ich sag's dem. Nein. Oh! So Leute, dann würde ich sagen, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich hab's auch beim, wo ich's, ich glaube, hab's nur zweimal geschafft, immer auf Bronze, immer auf Silber, dann nie wieder. Dann würde ich sagen, das war dann erstmal die vorerst letzte Folge von Need for Speed Hot Pursuit. Wenn ihr noch mehr von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit sehen wollt, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem weiteren Let's Play Projekt oder bei den zwei anderen Assassin's Creed 2 oder Divinity 2 wieder. Naja, bis dahin. Ciao.